Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Der große Unterschied zwischen Experimentalphysik im Labor und einer astronomischen Beobachtung ist ja, dass man im Labor die Randbedingungen in einem Experiment genau festlegen kann. Wir Astronomen, wir sind darauf angewiesen, dass der Himmel uns was schickt, dass wir sozusagen im wahrsten Sinn des Wortes erleuchtet werden. Dann weiß man aber nie so genau, ob das, was man da beobachtet hat, jetzt auch tatsächlich das ist, was der Himmel geschickt hat an elektromagnetischen Wellen, oder ob es sich vielleicht um einen Messfehler handelt. Es könnte ja eine Störquelle am Himmel sein und so weiter. Deswegen werden astronomische Beobachtungen immer aufs Allergenaueste überprüft. Und wenn sich dann rausstellt, die ganzen möglichen Störquellen sind korrigiert und es bleibt immer noch etwas übrig, wo man sagen kann, oh, das kann aber doch eigentlich so nicht sein, das verstehen wir so gar nicht, dann wird sofort über die weitreichenden Konsequenzen nachgedacht. Und eines dieser Phänomene in der Astronomie, das ist heute das Thema, eine dieser Entdeckungen, wo man einfach sagen muss, das kann doch gar nicht sein. Das muss doch ein Messfehler sein. Sowas gibt es doch überhaupt nicht. Sowas hatten wir noch nie. Ja? Es geht um kosmische Maser. Was ist ein kosmischer Maser? Was ist überhaupt ein Maser? Ja. Und wir werden sehen, dieses Thema reicht sehr weit und ist ein weiterer Beweis dafür, dass die Naturgesetze nicht nur hier auf der Erde gelten, nicht nur hier im Labor gelten, sondern auch ganz weit weg von uns im Kosmos. Was überhaupt ein Maser? Maser ist eine Abkürzung. Maser heißt Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Also auf Deutsch Mikrowellenverstärkung durch die stimulierte Emission von Strahlung. Können Sie auch nicht viel mit anfangen. Wahrscheinlich haben Sie einen in der Küche, Mikrowellenheizung, ein Mikrowellengerät. Was passiert? Nun, nehmen wir mal folgenden Fall an, nehmen wir Atome. In einem Atom gibt es also den Atomkern. Um den Atomkern herum fliegen die Elektronen, aber sie bewegen sich nicht auf beliebigen Abständen vom Atomkern, sondern auf gewissen Energieniveaus, also gewissen Energiestufen. Jedes Elektron kann nur ganz bestimmte Energiestufen einhalten. Und ich kann jetzt zum Beispiel von außen durch Strahlung das Elektron, das normalerweise um einen Atomkern herumfliegt, auf einen bestimmten Energiezustand, in dem es diese Strahlungsenergie aufnimmt, auf einen höheren Energiezustand bringen. So, wenn ich also jetzt in ziemlich vielen Atomen alle Elektronen auf einen gleichen Energiezustand bringe, dann heißt es, ich invertiere die normale Bevölkerung der Elektronen. Ich erzeuge praktisch sowas wie einen atomaren Kommunismus. Alle Atome sind gleich, weil in allen Atomen möglichst alle Elektronen auf dem gleichen Energieniveau sind. Wenn dieses Energieniveau aber nicht stabil ist, das heißt, die Elektronen wollen eigentlich wieder runter, und wenn alle das gleichzeitig tun, dann habe ich von außen durch Strahlung stimuliert, nämlich eine Verstärkung, eine Strahlungsverstärkung. Diesen Vorgang der Strahlungsverstärkung kennt man vom Laser, das ist Lichtverstärkung, Laser, Light Amplification. Beim Maser ist es Mikrowellenverstärkung. Also in normalen Atomen, wenn Atome allein sind sozusagen, da kann man Licht verstärken, indem man von außen Elektronen dazu bekommt, alle auf dem gleichen Energieniveau zu sein. Die springen alle im gleichen Moment auf den Grundzustand runter. Man hatte sich das schon überlegt, dass sowas Ähnliches wie bei den Atomen eigentlich bei Molekülen auch möglich sein müsste. Nur wäre die verstärkte Strahlung nicht im sichtbaren Bereich, sondern sie wäre so im Radiobereich oder im Mikrowellenbereich. Also die langen Wellen, zum Beispiel 18 cm und so weiter. Tja, 1953 gelang es zum allerersten Mal im Labor, Ammoniakmoleküle, die schickte man durch ein elektrisches Feld, und dadurch wurden die angeregt. Zunächst auf einen hohen Zustand. Dieser hohe Zustand war aber nicht stabil. Sie sprangen alle auf einen mittleren Zustand herunter. Und als dann sehr viele Ammoniakmoleküle auf diesem mittleren Zustand waren, fielen die alle runter. Und auf diese Art und Weise entstand außerordentlich starke Mikrowellenemission. Ein Labormaser war geboren. Naja, jetzt ist natürlich die Frage, der Mann erzählt uns hier von Experimenten im Labor, wo alles ganz genau festgelegt ist, wo die Strahlung festgelegt ist. Kann denn so ein solcher kohärenter Strahlungsprozess, wo also alle Teilchen wie ein Teilchen, ich habe ja gesagt, atomarer bzw. bei den Molekülen, molekularer Kommunismus, kann denn hier in einem normalen Gas, kann denn sowas überhaupt passieren? Nun, die Leute, die damals in den 50er Jahren an diesem Experiment des Masers im Labor gearbeitet haben, die haben schon gedacht, es könnte sein, dass man sowas auch im All
beobachten können müsste. Und zwar dann, wenn man eine Strahlungsquelle hat, um diese Strahlungsquelle herum ist noch möglichst viel Gas. Und wenn dieses Gas von dieser Strahlungswelle beschienen wird, dann müsste es zu einer Maser-Strahlung kommen. Das war aber nur Theorie und man, naja, wie das so ist, oftmals müssen Theorien einfach darauf warten, bis die Technologie imstande ist, dass diese Theorien auch überprüft werden können. 1965 entdeckte man in einer Molekülwolke, in der sehr viele Sterne entstanden waren, entdeckte man ultraintensive Mikrowellenstrahlung. Hier sehen Sie so eine Molekülwolke. In dieser Molekülwolke entstehen also Sterne. Diese jungen Sterne sind noch wie praktisch von einem Kokon von kaltem, relativ kaltem Gas umgeben. Die fangen aber an zu strahlen, diese jungen Sterne. Und die Strahlung der Sterne führt nun dazu, dass in den sie umgebenden Kokon Maser-Emissionen, also verstärkte Emission zustande kommt. Der große Unterschied zwischen dieser Maser-Linie und der normalen Emission ist nun, dass die Maser-Emission sehr, sehr viel stärker ist. Sie ist unglaublich stark. Sie ist so stark, dass man sie deutlich von jeder anderen Emission, also jeder anderen Strahlung in dem Mikrowellenbereich unterscheiden kann. Deutlich. Sie ist nämlich außerordentlich schmalbandig, das heißt, man kriegt eine richtige Linie, weil ja so viele Moleküle von einem Energiezustand zu einem Grundzustand runtergefallen sind. Und das werden wir nachher noch sehen, das hat irre Konsequenzen. Und gleichzeitig, weil so viele Teilchen strahlen, ja, ist die Helligkeit dieser Linie über alle Maße groß. Das war nämlich so, dass man aus der Beobachtung eine irrsinnige Leuchtkraft abgeleitet hat. Aus dem beobachteten Strahlungsfluss am Teleskop hat man eine gewaltige Leuchtkraft abgeleitet. Und deswegen konnte man das mit einem sogenannten inkohärenten Strahlungsprozess gar nicht erklären. Inkohärent heißt nämlich, ich habe hier, sagen wir mal, so ein Kubikmeter Gas. In diesem Kubikmeter Gas sind so und so viele Atome drin oder so und so viele Moleküle. Und die strahlen alle völlig unabhängig voneinander. Das ist dann inkohärente Emission. Wenn aber diese ganzen Teilchen hier in diesem Volumen kohärent strahlen, dann verstärkt sich meine inkohärente Strahlungsleistung um den Faktor der gesamten Atome in dem Volumen zum Quadrat. Ja? Stellen Sie sich mal vor, Sie haben also, sagen wir mal, so 10 hoch 16 Teilchen pro Kubikmeter und auf einmal sind, ja? Das heißt, zum Quadrat heißt 10 hoch 32. Die Leuchtkraft eines Atoms, eines Moleküls, wird also um den Faktor 10 hoch 32 verstärkt durch den Maser. Deswegen die Bedeutung, diese Maserlinien sind wahnsinnig hell und sehr, sehr, sehr schmal. Damit hat man also einen Indikator für Sternentstehung. Und sofort war ein ganz neuer Bereich der Astronomie geboren, der beobachteten Astronomie, Infrarotastronomie. Die Maserlinien sind ein Zeichen für starke Sternentstehung. Die Maserlinien sind ein Zeichen für dichtes Gas. Und schon hatte man also Möglichkeiten, praktisch, indem man nur am Himmel suchte, gibt es irgendwo Linien von bestimmten Masern. Typisches Masermolekül ist zum Beispiel das Wassermolekül. Das war ja H2O. Es gibt also in diesen Molekülwolken Wasser, die Hülle und die Fülle. Oder OH. Oder Ammoniak. Das sind alles Masermoleküle, die in ganz bestimmten Linien um Sternentstehungsgebiete herum gefunden werden. Naja, so weit, so gut. Also für unsere Milchstraße war relativ schnell klar, es gibt Sternentstehungsgebiete und es gibt auch Maserlinien und es war eigentlich soweit alles gut. Sexy wurde die Sache in dem Moment, wo Kollegen anfingen, nach Maserlinien in anderen Galaxien zu suchen. Dann haben sie gesagt, ja hör mal Mensch, wenn das so hell ist, dann sind doch diese Maserlinien wie geschaffen dafür, in weit entfernten Galaxien, die so weit entfernt von uns sind, dass wir gar nicht richtig beobachten können, ob da Sterne entstehen, können wir immer noch nach Maserlinien suchen, denn die sind ja so hell. Und dann hat man auch Maser gefunden. Und zwar hat man Mega-Maser gefunden. Man hat da Maser gefunden, die 1 Million mal leuchtkräftiger waren als die leuchtkräftigsten galaktischen Maserquellen. Was ist die Konsequenz? Physikalisch heißt das, es muss in weit entfernten Galaxien Sternentstehungsgebiete geben, in denen viel mehr Sterne entstehen als in unserer Milchstraße. Ja, viel mehr. Man hatte also mit dem Maser auf einmal einen direkten Indikator für Sternentstehung in ganz, ganz weit entfernten Galaxien. Es war ein echter Durchbruch. Auf die Art und Weise kann man zum Beispiel beweisen, dass das Universum nicht, wie soll man sagen, im Steady State ist, wie es so schön heißt. Das heißt, das Universum ist nicht immer das Gleiche gewesen, ist nicht immer in dem gleichen Zustand, wie wir es heute sehen, sondern es hat sich entwickelt. Denn je weiter wir in die Tiefe gucken, umso älter wird das Material, ja, was wir sehen. Beziehungsweise von uns aus gesehen, umso jünger ist es geworden. Ja, das heißt, diese weit entfernten Galaxien sind ganz junge Galaxien. Was sehen wir in ganz jungen Galaxien? Wahnsinnige Sternentstehungsausbrüche.
Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, anhand der Maser-Linien jeweils im Abstand, je weiter die Objekte von uns entfernt sind, umso älter sind sie, je näher sie sind, umso jünger sind sie, ja, können wir praktisch sehen, wie sich die Galaxien in ihrer Sternentstehungsgeschichte entwickelt haben. Man kann praktisch sehen, wie der gesamte Gasinhalt einer Galaxie in 0, nix, hätte ich fast gesagt, in wenigen 10 Millionen Jahren in Sterne umgesetzt wird. Da gibt es also Galaxien, die, meistens sind es sogenannte wechselwirkende Galaxien, die ineinander fallen. Dabei wird wahnsinnig viel Gas in Sterne umgesetzt. Ist nicht so wie bei uns, wo mal eine Sonnenmasse pro Jahr in Sternentstehung umgesetzt wird, sondern in diesen Galaxien werden Tausende von Sonnenmassen umgesetzt. Das sind diese sogenannten Megamaser. Aber jetzt wird es erst richtig interessant. Dadurch, dass diese Maserlinien so wahnsinnig scharf sind, ja, und so gut zu beobachten, hatte man in den 90er Jahren angefangen, Kerne von Galaxien danach abzusuchen. Und man fand in einem Objekt, kann ich ja hier mal so sagen, unter uns, NGC 4258, können Sie im Internet mal gucken, wenn Sie wollen, fand man Folgendes. Man fand also im Kern dieser Galaxie verschiedene Quellen, Maserquellen, mit ganz scharf definierten Linien. Jetzt ist natürlich das Tolle, wenn Sie genau wissen, wo diese Linie ist, ist ja auch klar, wenn das Gas sich bewegt, also von Ihnen weg oder auf Sie zu, dann wird die Quelle entweder, wenn sie von Ihnen wegbewegt, ins Rote verschoben. Das heißt, die Linie wird ins Rote verschoben, auf Sie zu ins Blaue verschoben. Das heißt, aus der Rot- und Blau-Verschiebung dieser Maserlinien konnte man exakt das Geschwindigkeitsfeld um den Kern dieser Galaxie ausmessen. Was daraus kommt, ist unglaublich. Man hat in dem innersten Zehntel Lichtjahr dieser Galaxie, die einige Millionen Lichtjahre von uns entfernt ist, hat man genau das Rotationsgesetz gefunden, was man erwarten würde für ein supermassives schwarzes Loch von 40 Millionen Sonnenmassen, um das sich herum eine Gasscheibe dreht, wie die Planeten im Sonnensystem sich um die Erde drehen. Die sogenannte Kepler-Rotation. Man hat also die Kepler-Rotation genau in diesem Kern der Galaxie nachgewiesen und damit kann man natürlich sofort auf die Masse schwarzes Loch schließen und so weiter. Die Bedeutung von all dem, was ich Ihnen gesagt habe, liegt aber nicht in den Beobachtungen von schwarzen Löchern, der Beobachtung von Sternentstehungsgebieten. Die wirkliche Bedeutung liegt eigentlich darin, dass der Transfer von Laborphysik, nämlich von einem Experiment, wo man Moleküle dazu gezwungen hat, eine kohärente Strahlung abzugeben, die konnte man nur zwingen, weil es diese quantenmechanischen Auswahlregeln gibt, dass man eben nur ganz bestimmte Energiezustände annehmen kann, dass dieses Konzept der Laborphysik sich ins Universum übertragen lässt, dort überprüfbar geworden ist durch die Beobachtungstechnik, die sich entwickelt hatte und auf die Art und Weise natürlich auch auf uns wieder zurückspiegelt, Mensch, die Naturgesetze, die wir hier auf der Erde finden, die spielen da oben tatsächlich eine Rolle. Ich meine, das ist immer wieder der Triumph der modernen Naturwissenschaften, wenn das gelingt. Wenn man zeigen kann, das, was wir von hier kennen, ist überall im Universum gültig. Und dann ist man eigentlich sofort wieder, ich kann es nicht ändern, bei Einstein, der mal diesen wunderbaren Satz gesagt hat, das Geheimnisvollste an unserem Universum ist, dass es verständlich ist.